Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Mit einem neuen, ja, ich weiß nicht, Odin war einkaufen, war es nicht. Oder ist es nicht? Naja, doch, eigentlich schon. Ein kleiner Nachtrag. Ich möchte euch jetzt nur die Arbeitsplatte zeigen, die ist nämlich heute endlich gekommen. Viele haben euch gefragt, warum ich nicht im Baumarkt bei mir um die Ecke gegangen bin oder im Nachbarort oder was weiß ich und da eine Arbeitsplatte geholt habe. Kann ich euch auch ganz leicht beschreiben. Geht nicht um die 150 Zentimeter oder 160, ne, 150 habe ich genommen, mehr habe ich, Platz habe ich nicht. Hätte ich mehr gehabt, hätte ich auch mehr genommen. Es geht um die Tiefe. Im Baumarkt habe ich maximal eine Tiefe gekriegt von 60 Zentimeter. Höchstens auf Anfrage und so 65. Aber dann ist Pumpe. Und bei der Firma, wo ich jetzt bestellt habe, auch no, no Werbung, also ich habe von den kein Geld gekriegt, ich habe das alles selber bezahlt, von meinem eigenen Geld. Ich werde auch wahrscheinlich hier irgendwo vielleicht das Logo einblenden. Ihr werdet auch in der Videobeschreibung den Link zu der Firma finden. Die machen Arbeitsplatten, könnt ihr eine Tiefe bis 140 Zentimetern aussuchen. Und ihr könnt euch die auch individuell zusammenstellen lassen. Also die heißt Express-Zuschnitt oder so heißt die. Das ist die einzige Firma, die ich gefunden habe, die wirklich die Tiefe anbietet, die ich haben will. Und ich wollte eigentlich erst 90, dann habe ich mich für 80 entschieden. Und das ist jetzt 80 mal 150. Ja, also 150 Zentimeter lang, 80 Zentimeter tief. Ihr könnt das Dekor auswählen, also welche Farbe ihr haben sollt. Auch ringsherum, die Kante könnt ihr auswählen, welche Farbe da sein soll. Schwarz, weiß, Nussbaum, damit es zu oben passt, weil ich habe Nussbaum genommen. Also Nussbaum hell. Ihr könnt aber auch, was weiß ich, Eiche nehmen oder Eiche rustikal oder irgendwas dergleichen. Das ist komplett Wumpe. Könnt ihr euch zusammenstellen. Ihr könnt auch sagen, da gibt es so verschiedene Schnitte. Also praktisch ja, Halbkreis und könnt ihr alles, das ist alles machbar. Die haben auch irgendwie so eine Seite, müsst ihr mal gucken, da kann man auch den eigenen Tisch sich zusammenstellen lassen. Das ist neu, das habe ich aber erst später gesehen. Da hatte ich meine schon bestellt. Und selbst da könnt ihr das Dekor auswählen. Also die Platte in einer anderen Farbe als die Seitenteile. Und ah, da gibt es Haufen Zeug, was ihr machen könnt. Ich werde das Mikrofon jetzt aber hier rüber hängen. Und dann werde ich erstmal die Platte auspacken, dass wir uns die mal angucken können. Und dann nachher mache ich noch ein Video, wie wir den Tisch zusammenbauen wahrscheinlich. So. Ich brauche erstmal ein Messer. Habe ich ein Messer hier? Ich habe kein Messer hier. So, jetzt haben wir ein Messer. Also verpackt ist es sehr gut. Muss ich nämlich auch hier wegpacken wegen den Katzen. Sonst knabbern die das an und kotzen sie wieder die ganze Zeit. So. Jetzt müssen wir gucken, wo hier oben und unten ist. Ja, beide Seiten hat Dekor. Okay. Also die Unterseite hat so ja auch Dekor. Habe ich vielleicht ein paar Euro zu viel bezahlt, weil die Unterseite hätte kein Dekor gemusst. Ich hoffe,
wollte eigentlich nur links und rechts Dekor haben. Aber egal. Ups. Der Ballon von meiner Tochter. So. So. Da ist die Papptonne dann natürlich recht schnell voll. So. Ich zeige euch jetzt mal die Arbeitsplatte. So. Wie gesagt, ich habe in Nussbaum hell ausgesucht. Da hinten ist Nussbaum dunkel. Von meinem Schrank. Und von meinem Lowboard und von dem Schrank. Passt jetzt nicht ganz dazu, ein bisschen schon, aber nicht ganz, weil dunkle Nussbaum gab es nicht. Also ja, und jetzt haben wir hier praktisch auf der Rückseite auch Dekor. Oben die Kante ist Dekor. Hier haben wir, sieht man das, und von der Seite auch und unten natürlich auch. So, das war aber jetzt mal... Ein anderes Odin war einkaufen. Ach so, die, wenn wir schon dabei sind, können wir auch die Tischkufen gleich mal auspacken. Weil die hören ja dazu. Die hatte ich ja in einem anderen Odin war shoppen schon mal jetzt angekündigt. Also gesagt, dass ich mir die gekauft habe und konnte nur den Karton zeigen. Ich habe die nämlich verpackt gelassen. Die werden wir jetzt mal auch auspacken. Damit ihr die mal sehen könnt. Sieht ein bisschen klein aus jetzt, wenn die so hochkant ist. Muss ich mal kurz ranhalten, Moment. Hätte ich vielleicht doch 10 cm mehr machen können, oder was? Oh Gott. Nee. Passt. Habe ich mich nicht vermessen. So, also passt, habe ich mich nicht vermessen. Das sah jetzt hier so an der Seite, sah das halt kleiner aus, als es in Wirklichkeit ist. Auch das habe ich selber gekauft. Bei Amazon 99 Euro, die Tischkufen. Ich habe auch im Schlafzimmer bei Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, denke ich mal. Also, dass ich eine Bewertung hinterlassen soll, mache ich gerne. Also, wenn ich zufrieden bin, klar. Wenn ich unzufrieden bin, auch. So. Die Firma heißt Natural Gods. Ist so ja in Berlin, das wusste ich auch nicht. Ist mir erst beim zweiten Hinsehen aufgefallen. Und die haben auch. Mechanismen für Schiebetüren. Richtig coole, auch so schwarz mit Pulver beschichtet und so ein bisschen so oldschool-mäßig gemacht. So richtig alt sehen die aus. Richtig cool. Aber die Schiebetür passt bei mir hier nicht drin, sonst hätte ich mir hier noch eine Schiebetür reingesetzt. Aber egal. So, ich. Pack mal weiter aus, dass ihr die Tischkufen sehen könnt. Auch die sind sehr gut verpackt. Oh. Den Karton können wir gleich für Pappe dann nachher nehmen. Die Nachbarn werden sich freuen. Die Nachbarn werden sich freuen. Die Papptonne mache ich definitiv voll. Und die sind erst gekommen zum Abholen. So, brauchen wir kein Messer, das kriegen wir so, denke ich mal hin.
geklebt. So. Die haben sie, die Türkisstufen haben sie in Schwarzpulver beschichtet, die habe ich mir ausgesucht, in Weißpulver beschichtet und in, ja, sieht aus wie Metall, so gräulich, aber so mit, man sieht halt Schleifecken und so, das ist halt, hat auch irgendeinen Namen, fragt mich jetzt nicht. So. Ich habe mir im Baumarkt auch Schrauben geholt. Ich werde dann zum Schluss mal zusammenrechnen, was mich alles gekostet hat, um auf die Arbeitsplatte zu kommen. Wie gesagt, ich hätte auch, wenn ich 1,80, 1,60 oder 1,70 Platz hätte, hätte ich auch die Arbeitsplatte dementsprechend in der passenden Größe geholt und hätte mir mehr einen größeren PC-Bereich gemacht, aber mein Platz gibt halt nicht mehr her. So, ich habe auch schon PC abgebaut, dass wir das dann nachher gleich aufstellen können, alles. Oh, die sind cool aus, richtig schön schwarz. So, ich richte euch mal nach unten. Ich kann auch leider jetzt nicht mit meiner Lampe arbeiten, weil dafür habe ich den Platz nicht. So. So. So, das ist halt die Oberseite. Irgendwas ist auch drinne, keine Ahnung. Hier haben wir denn die ganzen Löcher. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Löcher insgesamt. Ich werde von den ganzen Löchern, ich werde, denke ich mal, 6 machen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 pro Seite. Das, also einen in der Mitte. Oder zwei in der Mitte, zwei unten, zwei oben. Und das auf jeder Seite. Ich habe 6 Stück geholt. Da werde ich heute, also ich habe 12 Schrauben, da werde ich heute aber nochmal zum Baumarkt müssen und nochmal Unterlegscheiben holen müssen. Hierfür, weil die Schrauben, die ich habe, so, das waren die kleinsten, die sie hatten. Ja, die ist. Ja, 3 cm. Und wenn ich die jetzt hier durchmache, dann kommen immer noch 2. Ja, 2,2, 2,1 gucken dann immer noch raus. Und da ich ja nicht will, dass mir die Arbeitsplatte praktisch durchgeschraubt wird oder dass das zu weit nach oben kommt und dadurch das Furnier leidet, also sich nach oben wölbt, werde ich wahrscheinlich 2 Unterlegscheiben drunter machen. Ich messe das mal schnell aus. Nee, geht. Also ich würde sagen, geht. Dann habe ich immer noch 5 bis 6 mm. So. Um die 5 bis 6 mm habe ich dann noch Platz. Also 2,2 ist es jetzt, wenn ich die Schraube drin habe. Die, was war die? 2,8. Oder? Die Dicke war 2,8, glaube ich. Nicht 2,9, 2,8. Ja. 2,2 sagen wir mal, haben wir, sind 6 mm, die wir Luft haben, wo sich das dann rein theoretisch hoffentlich nicht oben bäumt. Also das sieht nämlich doof aus, wenn du eine schöne gerade Arbeitsplatte hast, überall steht dein Zeug drauf und dann da, wo die Schrauben sind, kommt das Furnier so ein bisschen hoch, das wäre dann halt kacke.
Da werde ich wahrscheinlich doch zwei Unterlegscheiben nehmen oder vielleicht schaffe ich das doch mit einer. Reicht ja im Prinzip. Das überlege ich mir noch, bevor wir anfangen. So, das soll es jetzt auch soweit zum Odinwar Einkaufen Spezial gewesen sein. Tischplatte und Tischkufen. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Die Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Und wenn der ganze Tisch fertig ist, werde ich natürlich auch ein Video machen, wie, zeigen, wie er dann komplett aussieht. Und ich denke mal, ich werde auch ein Video machen, wenn ich den jetzt zusammenschraube. Das weiß ich noch nicht, wie Platz hier ist, wegen Stativ und allem drum und dran. Das muss ich erstmal gucken. So, bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen natürlich.